Also ich habe keine Lust, dir beim Gockeln zuzugucken. Kann ich jetzt Tücher kaufen gehen? Bitte, aber macht uns nicht arm. Und wer ist der neue Kapitän? Also ich kenne mich mit Navigation aus und ich kann auch einen Ruder übernehmen und ich weiß, wie das mit dem Wind läuft. Der Kapitän ist ja wohl immer der Ranghöchste. Das wäre damit ich. Okay, dann. Diego ist nicht hier, um es mir streitig zu machen. Geil. Alles klar, bin ich erster Mat und der Navigator und natürlich der Bootgeweihte. Übernehmt euch vielleicht nicht. Erstmal muss das Boot hier sein. Ein Thema übernehmen. Patro, wie geht's euch? Ja, mein Bauch tut auch ein bisschen weh. Aber ansonsten, du kennst das ja. Da du hier bist, nehme ich einfach mal an. Angenbruch hat dich auch wieder an Land gezogen. Was? Nee, Ferjarin hat gesagt, ich soll mal kurz seinen Leibwächter spielen. Einen Leibwächter? Ja, er hat mir gesagt, ich krieg genug Karten, wenn ich da aufpasse und wichtig tue. Und naja, er will wohl irgendwie die Nasmeya will er wohl rumkriegen. Und wenn er das gemacht hat, dann kommt er, will das ganz schnell dann unter die Haube bringen. Dass er, er will sich ein bisschen aufspielen. Klingt ja ganz gefährlich nach Hochstapelei. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich krieg genug Karten dafür. Soll er machen, was er will. Weißt du schon, was du danach tun willst? Das sieht ganz so aus, als würde seine Exzellenz uns bald wieder rausschicken. Was? Ich hab noch ein bisschen Geld, das werde ich wie gesagt noch ein bisschen verprassen. Ich hab nicht alles auf den gleichen Tag ausgegeben. Also wenn du willst, kannst du mitkommen. Wohin fahrt ihr denn? Immer da, wo es was zu töten gibt, schätze ich mal. Ja. Also, vielleicht kann ich auch noch ein paar Brüder vom Schwarzen Bund anheuern, die sitzen ja hier in Kunchum wie zu auf, aber... Also, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit alleine. Dynar ist jetzt ja nicht mehr hier. Was ist denn hier mit Hock? Wo treibt er sich rum? Weiß ich nicht. Hock habe ich nicht gesehen. Musst du Ferjarin fragen, ich glaube, der wollte durch die Gassen schleichen. Aber jetzt ist das gerade nicht so günstig. Muss ihn später mal fragen. Wenn der erstmal hört, also wenn Hawk hört, dass wir hier ein Schiff haben, ich glaube, der wird auch total aus dem Häuschen sein. Naja. Gut. Brauchen wir nicht noch ein paar mehr Leute? Also, ich meine, ich bin jetzt Söldner, ich kann jetzt hier kein eigenes Schiff. Ich habe zwar ein bisschen mal zugeguckt, wie die anderen das gemacht haben, aber. Also, ich habe mal gehört, so pro Mast 10 Mann. Seid ihr genug? Ja, das kommt hin. Ja, deswegen werden wir auch noch einige Matrosen dann vermutlich anstellen müssen. Ich denke einfach mal, dass seine Gnaden der Verdagas der kompetenteste ist. Habt den Kapitän? ich kramme in meinem Rucksack und ziehe Vivo uns drei Spitze raus und setze mir den auf den Kopf. Oh yeah! Habe ich den ganzen Weg über Maraskan mitgeschleppt. Wo habt ihr den denn her? Das ist doch der von Vivo, oder? Ja, jetzt ist es meiner. Wow. Kapitän Jalan! Offizier an Bord! Einfach da was salutiert. Ja, sofort geht Patro auch ans Stillgestand. Ja. Gut, aber mal ernsthaft. Wir werden erstmal warten müssen, bis das Boot da ist und dann sollten wir uns das alle mal beschauen und schauen, wie viele Leute wir brauchen. Und ja. Wir sollten vielleicht schauen, ob wir Dexter Nemrod noch ein wenig Gold aus dem Kreuz leiern können, um Seesöldner anzuwerben. Oder das auf eigene Fuß finanzieren. Das müssen wir dann bereden. Gut, ihr schickt Wascher los mit ein paar Dukaten. Wie viel wollt ihr denn mitgeben? Ich sage jetzt mal so 10 oder 20 Dukaten oder was wollt ihr geben? Rindijan geht mit Wascher zum Marktplatz. Er hat da ein paar schöne Stoffdruckereien im Maraskan-Viertel gesehen. Ah, Bartik. Also soll sie 20, 30 mitnehmen? Das ist mir egal. Ich vertraue ihr da. Sie wird schon das Geld nicht nehmen und abhauen. Dafür hatte sie genug Gelegenheiten. Ja, also wie viel wollt ihr haben? 10? 20? Ja, nehmen wir 20 Dukaten mit, da werden wir schon hinkommen. Gut. Dann... Sind die Jans mit mir gegangen? Ja. Achso. Die sind sogar eingezeichnet beim Flusshafen. Die Stoffdrucke von Rick Jiba und die Stoffdrucke Sulma Jiba. Ganz höchstwahrscheinlich maraskanische Stoffdrucke, die auch unter den Tulamiden beliebt sind und ihr könnt auch sehen, wenn ihr euch da hinstellt, also den Flusshafen findet ihr, Wascha ist da schon am Vortag dann auf der Suche nach diesem Hausboot entlang gekommen
Könnt ihr sehen, dass da wohl viele, viele Leute davor stehen und dann in verschiedensten bunten Stoffen davor stehen. Maraskanisch bunt. Dir war gar nicht klar, dass es so viele Farben gibt. Es gibt auch einige Farben, ja, die gibt es gar nicht, aber sie haben sie trotzdem an. Wie auch immer die Maraskaner das schaffen. Und es ist schreiend, knallend bunt, aber echt fröhlich. Und die Stimmung hier vorne ist auch ja, sehr laut. Man preist die Götter oder die Geschwister, wie man sie hier wohl nennt. Und man freut sich. Du kannst auch gerade sehen, dass sehr beliebt gerade sind ja, Stoffaufdrucke mit einer Eidechse von Zahn. Ist wohl der letzte Schrei gerade. Ja, kommt in den Laden rein und könntet euch dann verschiedene Stoffe aussuchen. Je nachdem, was ihr da haben wollt, könnt ihr euch da austoben. Jo, auf jeden Fall was Blickdichtes, weil es geht ja auch darum, dass man die Betten so ein bisschen abschirmt und ein bisschen Privatsphäre schafft. Dann halt was, was man vielleicht auch zum Drauflegen, also so eine Art Bettlaken oder eben auch ja, was zum Drüberlegen. Eventuelle Tücher, wenn man mal irgendwie sich waschen möchte oder so, also dass man was zum Abtrocknen hat. Also quasi eine komplette. Komplettes Set. Alles klar. Ich kann euch mal die Preise geben. Ich habe euch ja die Token schon mal hingezogen. Sowas wie Stoffe noch nicht, aber ich kann euch dann gerne einzelne Räume einziehen. Beziehungsweise das müssen ja keine richtigen Steinwände sein, sondern ihr könnt das dann einfach mit schweren Tüchern abhängen oder je nachdem, wie lagig ihr die dann runterhängen lassen wollt, dann mehr oder weniger. Also, Betten. Gibt es in verschiedenen Qualitäten. Ihr könnt ein ganz normales Bett haben für ein Karte. Das ist dann Regeneration plus minus 0. Wenn ihr 10 Dukaten für ein Bett ausgebt, dann habt ihr sogar eine Regeneration plus 1. Und das gilt auch für ASB. Das heißt, wenn ihr sagt, ihr wollt die Betten etwas komfortabler haben und nicht einfach nur so einen Holzkasten mit Stroh, was dann alle halbe Jahr mal ausgetauscht wird, wo man einfach so einen Strohsack reinlegt, dann würde das dann eben, wie gesagt, die nächste Qualitätsstufe sein. Das könntet ihr euch überlegen. Ob ihr sowas machen wollt, denn naja, die ganze Nacht in dem Hotel Tudor Media schlafen wird auf Dauer sehr, sehr teuer. Und da macht es schon Sinn, dass man sein Kontor so ein bisschen aufstockt. Aber ihr habt ja auch noch genug Geld in der Gruppenkasse, also überlegt euch das, welche Betten ihr haben wollt und welche Qualität. Dann, das wird jetzt hier nicht in dem Stoffdruck thematisiert, aber da, wie gesagt, macht euch nochmal eine Überlegung, wie ihr die Räume abzieht oder ob ihr sie überhaupt abzieht oder ob ihr sowas wie einen großen Schlafsaal macht, vielleicht für Britigia und Evadaios oder so. Jalan und Myria schlafen dann vielleicht getrennt oder so. Überlegt euch das. So, dann könnt ihr ein Bücherregal von Porkwurm bauen lassen und für jeweils 5 Dukaten bekommt ihr Seekarten bzw. Geheimnisse. Das sind dann Dossiers von der KGA, die ich euch zugestehe, mit Informationen, die sonst keiner bekommt. Da könnt ihr euch so ein bisschen austoben. Ich habe hier so ein paar kleinere Dinge mir schon mal rausgesucht, die ich euch verraten könnte. Also für jeweils 5 Dukaten bekommt ihr Geheimnisse der KGA offengelegt. Das äußert sich dann in sowas wie ja, Dossiers, die dann mal mehr oder mal weniger interessant sein könnten und euch vielleicht sowas wie Schwachstellen verraten. Ja, ansonsten könnt ihr Söldner anheuern für euer Kontor. Das heißt, wenn ihr mal nicht da seid und ihr sowas habt wie einen Safe, den ihr euch dann auch noch kaufen müsstet für Wertgegenstände. Das heißt, wenn ihr nicht irgendwie 600 Dukaten Gruppenkasse bei euch mittragen wolltet, am Mann, dann braucht ihr sowas wie einen Safe. Wie gesagt, wenn ihr einen Söldner euch erwerben wollt, dann müsstet ihr den auch irgendwie bezahlen. Also auch da mal Gedanken machen, ob einen oder mehrere und wenn ja, wie lange. Ihr könnt euch auch alchemistische Gerätschaften, Labortische, sowas besorgen. Das würde aber auch funktionieren, um Dinge zu fälschen. Das heißt, wenn ihr mit Siegelwachs und sowas herum experimentieren wollt, dann könnt ihr das auch auf so einem Alchemielabor. Ja, und ihr könnt euch dann auch verschiedene Waffenständer kaufen, aber wie gesagt, das kommt dann eben dazu, je nachdem, ob ihr dann Söldner habt oder nicht. Also, wir machen jetzt eine Pause und ihr könnt euch in dieser Pause überlegen, wie ihr euer Reich jetzt ausstattet. Genau.
Alles klar, also geht wieder weiter. Sind alle wieder da und ihr habt Informationen bekommen. Das heißt, wir überspringen jetzt die nächsten paar Tage. Ihr tut eben sehr generische Dinge, die ihr schon angekündigt hattet. Das heißt, Jalan wird wohl den weiter mit Myria trainieren. Ob du nochmal in den Praios-Tempel willst, überlasse ich dir. Dijan lernt in der Kunhyuma-Akademie seine Zeichen. Efadaios schmiedet sein Schild zu Ende, beziehungsweise baut sich seine Hai-Neopren-Rüstung. Und Wascher und Rodrigo tun Wascher und Rodrigo-Dinge, auf die wir nicht weiter... Wie wir das dann nächsten Mal aus, oder was? Das musst du dann gucken, wie du das mit Johnny dann handhabst, mit Rodrigo. Ob ihr das dann so macht, müsst ihr mal gucken. Ich weiß nämlich nicht... Also ich weiß, dass er wohl mit dir in den Raya-Tempel wollte. Aber da er nicht da ist und ich den Helden nicht ausspielen will, kann ich da jetzt wenig zu sagen. Nee, kein Problem, aber ich würde vielleicht auch noch andere Sachen mit Wascher machen. Ja, können wir ganz gerne gleich machen. Okay. Und er wollte in den Boron-Tempel, das hatte ich ja auch schon angesagt, er wollte da lernen, wie Heilkunde Seele funktioniert. Wie gesagt, nach ein paar Tagen habt ihr dann einige neue Regale von Borgwurm zimmern lassen. Und ihr bekommt dann einen Boten, der sehr nichtssagend euch Dossiers mit dem kaiserlich-garetischen Informationsagentur-Stempel auf den Tisch legt, die dann einige Informationen preisgeben. Die können dann, nachdem sie gelesen worden sind, in die Bücherregale einsortiert werden. Und da würde ich euch bitten, dass ihr einfach mal die PMs in dem Forum aufmacht und dann nach und nach darf jeder eine davon vorlesen. Genau, einige haben sogar zwei bekommen. Guckt euch das einfach mal an und fangt dann an. Wir können meinetwegen mit Brindigian starten und jeder darf dann seinen Teil vorlesen und den anderen preisgeben. Alles klar, also der erste Bericht ist von einer Martfrau mit Namen Jasmine Bötticher, die einzige Belebende der kaiserlichen Kriegsbireme Admiralin Kronstatter. Darin steht, die Pottel, die wir auf der Admiralin Kronstatter eskortierten, wurden schon am 11. von den Geisterschiffen versenkt. Zwar zerstörten wir zwei davon, aber den Feindkontakt konnten wir danach 3 Tage lang nicht brechen. Schließlich kam die Dämonenarche unausweichlich wieder tot. Ein länglicher Klotz, kaum noch ein Schiff zu nennen, wuchern von untotem Holz, so groß wie die langen Mauern von Pericum. An den Seiten schwammen 2 Seeschlangen, angeschmiedet von Spinnenbeinen, so groß wie Schiffsmasten. Es schien, dass sie sich in Schmerzen wandten und dabei die Arche voranpeitschten. Geflügelte Bestien stiegen auf und zerfetzten unsere Segel. Dann holte uns der Teppich schleimiger Morphus ein, der das Schiff umgab. Unsere Rotzen konnten der Artillerie des Kolosses nicht lange Widerstand leisten. Seeschlangenmäuler und Riesenspinnenbeine zogen uns heran, bis die Galionsfigur über uns aufragte, die einen monströsen Krakenmolch darstellte. Aufgedunsene Wasserleichen drängten an Bord und fingen unsere Pfeile ab, während dahinter Piraten und Unmenschen enterten. Als wir Stunden später durch die Eigengärten getrieben wurden, die das Oberdeck der Arche bildeten, sah ich die Admiralin Kronstatter nochmals. Vor dem Bug, wie eine Vorbastion ausgerichtet, hatten Tentakel aus Holz, Verwesung und Schleim begonnen, über den Rumpf unseres Schiffes zu wachsen. Ich lese den zweiten auch gleich nochmal vor. Der ist aus einem Tobrien-Bericht der KGIA, aus dem Zar 29 Hall. Besondere Eigenheiten von Objekt 1 sind die große Schlagkraft und der Anspruch auf völlige Seeherrschaft, wobei die Bewegung jedoch durch unbekannte dämonologische oder politische Gesetzlichkeiten reglementiert scheint. Dann schaut Brindigian auf. Das war's. Ich habe hier was, das klingt ganz ähnlich. Also hier steht, hinsichtlich des Verbleibs der 3 bislang gesichteten Objekte können wir zum dritten melden, dass Berichte über eine gewaltige Monstrosität in Gestalt eines aus Seeschlangengerippen zusammengefügten Langschiffes im Torvaler Stil vorliegen. Dieses etwa 80 Schritt lange Gebilde wird vor allem in den Gewässern um Mariskan gesichtet und scheint, so eine Vermutung, seine Basis unweit des legendären Friedhofs der Seeschlangen in der Baronie Perlenmeer zu haben, nahe der Stelle, wo laut Bericht 16b und so weiter die Dämonenarchen in diese Welt kamen. Die Knochenotter, wie die schnell entstandenen Legenden der Seeleute sie nennen, scheint sich nicht sonderlich aggressiv zu verhalten und kein gezieltes piratisches Verhalten zu zeigen. Ob sie überhaupt von irgendeinem Verstand gelenkt wird, ist gleichfalls unbekannt. Obwohl Spekulationen existieren, ein Admiral Frack habe das Kommando über das Schiff. Eine Person gleichen Namens
ist uns als Pirat aus dem Südmeer bekannt. Aus einem Perlenmeer-Dossier der KGA. Jalan steht über den rudimentär zusammengezimmerten Tisch gebeugt. Hat er vor sich einige Papiere und es wurde wohl mitgeliefert, eine rudimentäre Maraskan-Karte mit mehreren roten Punkten drauf. Also hier steht, als Maraskan besetzt worden ist, sind wohl folgende Schiffe oder beziehungsweise ganze Einheiten gleich in die Hand der Verräter gefallen. 3 Schiffe der Perikum-Klasse, 9 der Havena-Klasse und einige ältere, 15 Biremen, 2 Zedraken, eine Potte und 4 Bombardenflöße. Dazu kommen dann noch, Moment, ach ja, hier, eine Schivone, eine Karacke, 4 Talucken und noch eine Zedrake. Und noch ein halbes Dutzend Potten und kleinere Schiffe aus ausländischem oder privatem Besitz, die sich hinterher angeschlossen haben. Ebenso ist wohl eine Dämonenarche, die hier als Objekt 7 bezeichnet wird, in Boran stationiert, zumindest vermutet. Verteilt sind die über die ganze Insel, aber die meisten, die gerudert werden, sind wohl in Tuzak. Und die meisten mit Segeln ja in Jagan, während die Ostküste an sich eher rudimentär bemannt ist. Diese Schiffe übernehmen dann sämtliche Aufgaben, also sowohl den Küstenschutz als auch die Piraterie Maraskansund. Zumindest sagen, dass die Späher, das ist... Ja gut, das ist wohl relativ aktuell. Ist fertig? Ja. Gut. Ich habe hier noch einen Text zum Objekt 2. Das vermutete Operationsgebiet der als Objekt 2 oder Stadt aus der Tiefe bezeichneten Einheit scheint sich bislang auf die südlichen Bereiche des vom Feind kontrollierten Meeresgebiets, namentlich die Küsten zwischen dem Jalaidat, wie hat das ausgesprochen, Fossi? Jalaidat? unter Lusa sowie der Südspitze Maraskans zu beschränken. Besondere Eigenheiten von Objekt 2 sind die ausgesprochen langsame Bewegung, das Absinken auf dem Meeresgrund und die Überfälle auf Küsten, wohingegen das Schiff auf offener See leicht ausmanövriert werden kann. Hier ist auch noch eine Prophezeiung, nehme ich an. Wenn die Bäume auf der See wurzeln, die Festung über das Land wandeln und die Belagerungstürme über den Himmel ziehen. Prophezeiung 3 von 5. Ich habe noch einen weiteren Text, der ist aber ewig lang. Soll ich den vorlesen, oder? Können wir gleich machen. Ich glaube, wir geben es uns nochmal ab an andere, falls sie noch was haben. Ich habe den extra dir gegeben, weil du so eine schöne Vorlesestimme hast. Nee, ist klar. Ja, ich habe nichts mehr. Ich habe einen gekriegt und das war der. Ich habe meine beiden vorgelesen. Gut. Also, ich bin Jarlek, der Fischer. Ich bin mit meiner Sippe vor 2 Wochen hier von Perikum rausgefahren, denn wir hofften auf einen großen Fang. Jetzt, wo sich sonst keiner traut. Was haben wir gemacht? Und diese abergläubischen Memmen verspottet. Effert war mit uns, und so konnten wir allen Patrouillen entwischen. Es war nämlich Hafensperre verhängt. Mein Bruder Jorian war aber auch ein verdammt guter Steuermann und hat uns hinausgebracht. Der Fang war auch allererste Güte. Und wir waren völlig fertig vom Netz einholen. Aber lieber voll und schwer, als leicht und leer, was? Naja, wir waren auf der Rückfahrt und ich bin wohl ein wenig eingeschlafen. Plötzlich brüllte der Jorian was von wegen Alarm. Da bin ich hochgeschreckt. Dachte aber im ersten Augenblick, dass die Kaiserlichen uns gesehen hätten und uns eine Buße aufbrummen würden, die uns der ganze Fisch nicht wieder einbringt. Aber wär's das mal gewesen? Denn als ich näher hinschaute, glaubte ich, wir wären schon im Hafen und ich bloß besoffen, weil es sowas gar nicht geben konnte. In echt jetzt. Also, wie soll ich das Ding beschreiben? Es war so eine Art Schiff, wie die Torwaller es haben. Nur, dass es ganz und gar aus Knochen und fauligen Fleischfetzen bestand. Das war an der Reling so hoch wie 2 Häuser und mindestens 5-mal so lang. Backbord und Steuerbord starrten Dinger wie Ruder heraus. Aber das waren keine. Und ganz gewiss hat da kein lebender Mensch als Roja dran gesessen. Denn die Dinger waren knorrig wie Knochenbeine und das Schiff schlängelte sich wie eine Seeschlange auf uns zu, während diese Ruder wie die Beine von einem Tausendfüßler über das Wasser starksten. Der Wind heulte schaurig durch das Gerippe und die Knochen knirschten wie morsche Äste.
Das Schlimmste aber war, sonst hatte sich eine völlige Stille über die Welt gelegt. Und wie im dichtesten Nebel hörte man weder die Wellen noch unter die Seevögelschreie. Jetzt, wo ich es bedenke, zweifle ich ja, dass da überhaupt Vögel waren. Zumindest Lebende, wie der Herr Effert sie geschaffen hat. Wir wussten gleich, dass da üble Zauberei am Werk war und haben versucht abzuhauen. Aber für jeden Schritt, den wir davonruderten, starkste es zwei Schritte näher an uns heran. Der Wind wollte und wollte nicht greifen, als ob er all seine Kraft verliert, nachdem er durch die Knochen gestrichen ist. Dann war dieses Knochenschlangenschiff an unseren Kahn und riss sein Maul auf. Wirklich! Der Steffen kam auf uns herunter, über einer lebendigen Seeschlange, und der Schädel war so groß wie ein Leiterwagen. Das Vieh stank grässlich nach Seetang und verrottetem Fleisch. Dann hat es uns gepackt, mein Bruder und mich. Ich höre noch, wie das Kinn von dem Monstrum auf die Planken von unserem Boot schlägt. Da bürst auch schon das Deck und die Spaten und der Kiel gleich mit. Die anderen haben geschrien und ich habe sie nie wieder gesehen. Den Jorian hat es mit seinen Zähnen einfach in zwei Teile gerissen, aber ich bin dabei verschluckt worden. Ich habe mich dann einfach aufgerappelt und bin losgerannt. Innen drin sah es absolut eigenartig aus. Da waren richtige, höhlenartige Räume mit bebenden Wänden aus verrottendem Fleisch oder faulenden Häuten. Dann habe ich gesehen, dass das Schiff schon eine Art Besatzung hatte, aber die waren auch alle tot, unverflucht. Es war einfach unglaublich, wie wir zusammengewürfelt, die da waren. Zerlumpte Waldmenschen neben Jeganer Stadtgardisten, eine Frau ohne Kopf und sogar ein paar Stutzer, denen ihre feine Seidenkleidung vom Leib verrottete. Jeder von denen bewegte eines der starksten Beine, wie ein verdammter Rudersklave. Und dadurch bewegte sich das Biest. Die haben mich überhaupt nicht bemerkt, weil jeder immer dieselbe Bewegung machte. Und dann kam der Oberkörper von Jorian angerobbt und hat sich auch ein Stück Knochen geschnappt. Danach weiß ich kaum noch was. Nur, dass ich immer weiter gerannt bin. Immer weiter. Irgendwo waren auch Bewaffnete. Die waren aber auch so langsam, dass sie mich nicht gekriegt haben. Die Götter wissen, was sie mit mir getan hätten. Aber dafür waren sie auch scheußlich hartnäckig und nicht abzuschütteln. Und ich dachte schon, ich würde da sterben. Vor allem, weil sich die Wände und Kammern dauernd veränderten. Einmal habe ich gemerkt, dass die Decke und der Boden sich aufeinander zubewegten und der Ausgang schrumpfte. Ich bin dann gerade noch durchgesprungen und war in einem Raum mit zwei Türen. Doch kurz bevor ich die eine erreicht hatte, war sie einfach weg. So bin ich hin und her geirrt, hab nur manchmal angehalten, um zu kotzen, Verzeihung, hoher Herr, als plötzlich kurz eine Öffnung in der Außenbordwand entstand. Ich weiß nicht mehr wie, aber ich bin einfach durch. Lieber ertrinken, als auf dem Monster sterben. Dann habe ich lange im Wasser gelegen. Irgendwann muss mich wohl ein Schiff herausgefischt haben, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich werde nie wieder aus dem Meer rausfahren. Das könnt ihr mir glauben. Nie wieder. Das war's. Ich glaube, Ephedaios hat noch einen. Genau. Das sind zwei Berichte von einem Schinkenwirt oder einem ehemaligen Schinkenwirt aus dem Fischerdorf Y-Punkt im Balasch. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Und das ist 3 Jahre her. Erster Text. Sie ist Vajat neugeboren, Schönheit aus der Tiefe, Lieblingstochter der tiefen Tuchter. Üger Blomok. Sie kommt, um die Ungläubigen zu holen und die Gläubigen zum Bündnis zu bitten. An der Oberfläche sieht sie nur nach feuchter Größe aus, aber in den tiefsten Tiefen reichen ihre umgekehrten Türme in tiefsten Tiefen. Tiefwürger! Sie spinnt ihr Netz um Kalvins Thron, die achtbeinige Schönheit. Spinne der nachtblauen Tiefe. Wenn der Tag kommt und ihre Fluten das Land verschlingen, wird Mahatja die Gläubigen zu größerer Glorie tragen. Urga! Der erste Text. Der zweite. O ihr Götter,
Wieso habt ihr Dere diesen Scheußlichkeiten überlassen? Sie sind überall. Ich höre ihr feuchtes Schlürfen. Ich kann sie in dunklen, feuchten Ecken sehen. Die Tentakelkröten. Ulat, Verduch! Die Menschkröten. Krötenmenschen. Tentakelkrötenmenschen. Urga! Ihre tropfenden Tentakel. Sie liebkosen ihre Kinder und die, die es werden sollen. Silberschöne Schwimmhäute seidiger Schwammigkeit. Ihr Schritt auf den mondhellen Sand. Nirsch, Plitsch, Urga, Kalzium, Urga, Urga, Krabdrott. Die beiden klingen jetzt für mich wie, ja, wie so ein kleines Fischerdorf, was langsam irgendwelchen dämonischen Einflüssen einherfällt. Als du das vorgelesen hast, klangst du wie ein Frosch. Was? Höre ja sei nicht gemein zu den Geweihten. Nein, das sollte nicht gemein sein, aber die Geräusche, die er gemacht hat, stand das genauso in dem Text drin? Also hier steht drunter, das hat der Typ wohl auch nicht selber aufgeschrieben. Das ist eine Niederschrift nach der Aussage von diesem Schenkwirt. Der spricht ja irgendwie von Krötenmenschen. Findet die KGIA diese abgebrühten Typen nur alle? Und wie? Also hier steht, es wurde aufgezeichnet im Haus des AI. Neuer zu Selem. Heilige Noyona. Heilige Noyona, ja, natürlich. Selem, natürlich. Da, wo Rodrigo herkommt. Mhm. Aber habt ihr bei dem langen Text von Wascher aufgepasst? Wieso, was meinst du? Ist euch was aufgefallen? Also, was ist euch aus dem langen Text in Erinnerung geblieben? Dass das Schiff, das Ding sich verändert. Ich nehme mal an, es war eine Dämonenarche. Das ist mir auch aufgefallen. Dass es scheinbar innen wächst und neue Öffnungen willkürlich oder vielleicht auch zufällig bildet und vielleicht wieder verschließt. Meint ihr, die Archen wissen, was sie tun? Oder werden sie nur grob von den Paktierern in die richtige Richtung gelenkt und es wird aufs Beste gehofft? Ja, also, die haben doch einen Kapitän. Wenn ich dem Zauberer richtig zugehört habe auf der Seeadler von Peilung, dann sagten sie doch, dass sie gelenkt werden. Na, sonst könnten sie nicht von Illusionen oder sowas beeinflusst werden. Aber wenn sie gelenkt werden, naja, allein, also Schiffe segelt man. Aber diese Dinge haben A, keine Segel und sie werden nicht gerudert, sondern sie werden gelenkt. Und man lenkt Pferde oder Kamele oder Lebewesen. Aber wenn sie dann Lebewesen sind, haben sie dann einen eigenen Willen? Und wenn ja, inwieweit deckt dieser sich mit dem der Heptarchen? Das müssen wir wohl herausfinden. Wären nicht die ersten Dämonen, die ihren Meistern zum Verderben werden. Aber es hört sich auf jeden Fall so an, dass sie nicht aus eigenem Antrieb handeln. Dass irgendjemand dort hinter steht und, befiehlt, was sie zu tun haben.